Hallo ihr Lieben, Apfelmus ist für uns Österreicher ein absolutes Muss, wenn es um Kaiserschmarrn geht. Und deswegen zeige ich euch heute, wie ihr dieses auf zwei einfache Arten zubereiten könnt und das Ergebnis ist richtig lecker. Wir brauchen, wer hätte es geahnt, Äpfel. Am besten Bio-Äpfel aus dem eigenen Garten und je süßer sie sind, umso besser, denn dann müsst ihr keinen Zucker hinzufügen. Apfelsaft ohne Zuckerzusatz oder Wasser. Und noch ein paar Gewürze, und zwar habe ich hier Kardamom, Zimt und Vanille. Der wichtigste Faktor fürs Gelingen ist Hygiene und damit beginnen wir schon mal. Für 1,5 Kilo Äpfel braucht ihr 2 Schraubgläser mit 500 Millilitern Inhalt. Ich habe allerdings an dem Tag einiges an Apfelmus gemacht, drum habe ich hier mehrere. Wichtig zu erwähnen ist, dass die Gläser und die Deckel intakt sein müssen, das heißt nicht kaputt, nicht rostig oder ähnliches. Nehmt die Deckel ab und gebt sie in eine Schüssel. Die Deckel und auch die Gläser werden jetzt mit kochend heißem Wasser ausgespült. Die Gläser lasse ich stehen, bis das Wasser nur noch lauwarm ist und schütte es dann aus. Legt Gläser und Deckel zum Trocknen auf ein Küchentuch und dann könnt ihr schon mal den Backofen auf 100 Grad vorheizen, denn ihr gebt sie dann für 10 Minuten hinein und damit sind dann wirklich alle Keime getötet, versprochen. In der Zwischenzeit könnt ihr schon mal die Äpfel schälen und entkernen. Ich verwende dafür, wie ihr bereits wisst, meinen geliebten Apfelschäler, denn ich muss sagen, mit dem Gerät spart man sich wirklich einiges an Zeit. Ja, deswegen ist er bei mir wirklich regelmäßig im Einsatz. Diese kleinen unschönen Stellen entfernt ihr mit einem Messer und schneidet dann den Apfel in 4 Teile, so habt ihr dann viele kleine Stücke. Zuerst zeige ich euch, wie ich es im Multikocher bzw. Schnellkochtopf mache, denn das ist für mich die schnellste Variante. Zu den geschnittenen Äpfeln kommt jetzt noch der Apfelsaft und ihr setzt den Behälter ins Gerät ein. Gebt den Deckel drauf und achtet darauf, dass das Druckauslassventil geschlossen ist. Wählt die zweite Dampfdruckstufe und stellt die Laufzeit auf 10 Minuten ein. In der Zwischenzeit könnt ihr ein Käffchen trinken oder so wie ich weitere Äpfel schälen für die nächsten 10 Kilo Apfelmus. Auf jeden Fall könnt ihr die Zeit für etwas anderes nutzen, denn ihr müsst euch um das Gerät nicht kümmern. Nach 10 Minuten wird jetzt nicht das Druckauslassventil geöffnet, sondern ihr lasst das Gerät jetzt erstmal 10 Minuten stehen, damit der Dampf natürlich entweicht. Sind die 10 Minuten vorbei, könnt ihr das Druckauslassventil öffnen und es sieht dann so aus. Zack! Ihr seht, die Äpfel sind auf natürliche Weise nur durch Dampfdruck vollständig weich gekocht. Jetzt macht ihr nur noch 2 Dinge. Zum einen fügt ihr die Gewürze hinzu und zum anderen püriert ihr das Ganze schön fein durch. Oder ihr lasst es stückig. Das ist Geschmackssache. Zucker könnt ihr natürlich auch hinzufügen, wenn euch das Mus zu sauer ist. Nicht jeder hat einen Multikocher zu Hause und deswegen zeige ich euch natürlich, wie man es auch im klassischen Topf zubereitet. Ihr fügt ebenfalls den Apfelsaft zu den Äpfeln hinzu, in diesem Fall aber etwas mehr als für den Multikocher, gebt einen Deckel auf den Topf und kocht das Ganze erstmal auf höchster Stufe auf. Wenn es so schön kocht, reduziert ihr die Hitze auf Stufe 3 bis 4 von 9 und gebt einen Deckel auf den Topf. Die Äpfel werden jetzt bei niedriger Hitze ungefähr 25 bis 45 Minuten lang gekocht, bis sie weich sind. Und wie lange genau das dauert, das hängt einfach von eurer Apfelsorte ab. Bei mir sahen die Äpfel nach ungefähr 35 Minuten so aus. Dann kommen wiederum die Gewürze dazu und es wird nochmal püriert. Das heiße Apfelmus füllt ihr jetzt in die sterilisierten Gläser ein und verschließt den Deckel so gut es geht. Lasst oben mindestens 2 cm Luft, vor allem dann, wenn ihr die Gläser einkochen wollt.
Dieses Apfelmus könnt ihr jetzt einfach auskühlen lassen und dann im Kühlschrank lagern für mindestens 2 Wochen. Oder wenn ihr es länger haltbar machen wollt, sagen wir ein paar Monate oder auch Jahre, dann macht ihr Folgendes. Gebt die noch heißen Gläser vom Befüllen in einen Topf mit heißem Wasser. Das Wasser wird jetzt auf 90 Grad erhitzt, also einfach auf höchster Stufe, bei mir Stufe 9 von 9. Dafür braucht ihr auch kein Thermometer, es reicht, wenn ihr darauf achtet, dass das Wasser sprudelnd kocht. Setzt einen Deckel auf den Topf und reduziert die Hitze auf Stufe 7 von 9, so könnt ihr die 90 Grad halten. Und jetzt kocht ihr die Gläser einfach ungefähr 20 Minuten lang ein. Nehmt sie heraus und lasst sie erstmal vollständig auskühlen. Beim Kochen wölbt sich der Deckel, weil sich die Luft im Inneren ausdehnt. Beim Auskühlen zieht sich diese wieder zusammen, die Deckel werden flach und es entsteht im Inneren ein Vakuum, das dafür sorgt, dass euer Apfelmus lange gut bleibt. Das, meine Lieben, war die Wissenschaft hinter dem perfekten Apfelmus und ich hoffe, ich konnte vor allem denjenigen von euch helfen, die zum Beispiel einen Apfelbaum im Garten stehen haben und viele Äpfel und einfach genug haben von Apfelstrudel, Apfeltorte, Apfelkuchen und einfach mal eine größere Menge an Äpfeln einkochen wollen. Tja, meine Lieben, das ist das Rezept für euch. Das Apfelmus könnt ihr pur essen, vor allem wenn es keinen Zucker beinhaltet, ist es wunderbar für eure Verdauung oder ihr serviert es einfach zu Kaiserschmarrn.